So, und da sind sie nun endlich, Matthias Schweighöfer und Florian David Fitz. Schön, dass ihr da seid. Ja, vielleicht seht ihr es zum, ja, das kann man ruhig mal applaudieren, sehr gut. Vielen Dank, vielen Dank. Ich habe mir sogar, vielleicht sieht man so ein bisschen, das Cut-Studio sieht ein bisschen anders aus, ein bisschen mehr nach Kindergeburtstag, weil zu der geilste Tag wird das jetzt hier hoffentlich für euch das geilste Interview. Ich finde das auch so geil, dass die Leute jetzt, die da cool zugucken, sehen ja nicht, dass das ganze Team hier arbeiten ja hunderte von Menschen und man ist schon eigentlich, man klatscht, ne, und dann dreht man sich wieder zurück zur Currywurst oder tippt was in den Laptop. Das ist lustig. Und so ein, zwei Frauen starren hierher. Das ist ein gutes Gefühl. Apropos, dass du Currywurst sagst, ich will uns das hier auch so ein bisschen gemütlich machen. Ja? Und deswegen, ich hole mal ganz schnell was. Nur, dass wir so, naja, es muss ja geil werden. Ne? Und, es muss einfach geil werden. Richtig kurz geil. Kurz mal eben hier. Das ist eine Benjamin-Blümchen-Torte. Ne? Das ist, es gibt eine Benjamin-Blümchen-Torte? Ja, natürlich. Wie geil ist das denn? Meisterkonditor. Für jeden auch noch einen kleinen Burger, so ein bisschen Berlin-Flair. Ne? Vielen Dank. Also wirklich einen kleinen Burger. Aber einfach nur, damit ihr vielleicht... Ihr seid ja geil. So, komm, und eins gönn ich mir noch und dann geil. Ist gut. Was ist da drin? Nee, drückt man lieber nicht drauf, nicht, doch, dass das untergeht. Doch, das muss man doch aufmachen hier. Ja, ich glaube, da ist eine Überraschung drin. Eine Überraschung. So, guck es mal gibt hier. Von Frozen einen Energy Drink? Nee, ich weiß nicht, das ist Frozen Sekt oder so. Also das auch noch, ne? Geil. So. Überraschenderweise ist Benjamin Blümchen drin. Ich glaube, jetzt sind wir gut. Jetzt sind wir gut. Ja, sehr gut. Das, oder? Wir haben uns so viel Mühe gegeben. Das sieht so... Jetzt wieder alle. Auch, ja, natürlich. Ich sehe schon, wie du das jetzt alle 10 Sekunden machst. Da kommt eine Schwangere vorbei. Dani. Alles richtig gemacht. Schön, Alles richtig gemacht. So, reden wir mal über der geilste Tag. Was mir als erstes aufgefallen ist, der geilste Tag beginnt mit einer Großaufnahme von dir. Das ist absolut korrekt. Und dann fiel mir so ein, bei der Nanny, wo du ja Regie geführt hast, der Nanny beginnt auch mit einer Großaufnahme von dir. Ist das mittlerweile vertraglich so geregelt, wenn er beim Film mitspielen muss, muss ein Film so beginnen? Um den Job überhaupt an Matthias vorbeizukriegen, muss ich in das Drehbuch reinschreiben, Großaufnahme, wir sehen einen verwegend reinblickenden, hübschen, blonden, jungen Mann mit einem absoluten Kinogesicht und einer Kinoausstrahlung. Und, aber dann haben wir jemand anderen gesucht, aber wir haben nur Matthias gefunden. Ja, dann gab es nur mich. Nee, das war wirklich Zufall eigentlich. Ne? Also Flo hätte ja auch alle möglichen Varianten schneiden. Machst du das jetzt wirklich auf? Ja, ihr dürft ihm so einen Scheiß nicht geben. Dann ist okay, doch, alles doch, da. Dann ist okay. Wieder betrunken. Ach, ist ja Kindersekt. Achtung, warte, gleich macht er die Flasche auf, warte. Achtung, warte ganz kurz. Ja, das wird richtig. Okay, warte, Achtung. Wow, wow. Großartig. Also das großartig. Riecht, ehrlich dieser gesagt, Partydrink ist nur für dich. Nach alten Füßen. Oh, das riecht ein bisschen nach Sportsocke, das stimmt. Das riecht wirklich nach Socken. Riech mal, das riecht einfach so ein bisschen wie so ein Teenager-Zimmer. Das riecht also ihr dürft gern probieren, aber ich hatte so einen Chemiekasten früher, das war... Dass wir hier nach wir irgendwie sind ja hier in Berlin, hier sagen die Menschen meist Chemie. Leck mich. Nicht, dass wir eine Klage danach bekommen, aber probiert einfach mal. Deswegen habe ich auch plus 2 Gläser dahingestellt. Hast du Bock, keine Chance. Die hat sich hier so Fragen. Das ist so, vielen Dank fürs Interview. Das war schön bei Joyce. Ja. Du musst mal vorkosten. Echt jetzt? Ja. Er korkt. Sag bitte. Naja, tja, und jetzt musst du ihn. Geht. Schmeckt nach Traubensaft tatsächlich. Schmeckt einfach nur nach Traubensaft. Also, es riecht wirklich. Boah. Ist jetzt nicht so schlimm. Alter Falter. So. Was ist das denn? Frozen. Das ist Frozen. Warum, und ich versuche mal ganz elegant irgendwie wieder zum Film zu kommen. Das ist richtig, ja? Warum hast du dich jetzt speziell entschieden, bei diesem Film aus dieser Idee kein Drama zu machen, sondern wirklich eine Komödie, ja, wo genau. dramatische Töne drin sind, aber so ein bisschen? Genau diese Frage können wir dir nicht beantworten. An dieser Stelle. Klasse Interview. Er hat sich das vorgenommen, das so richtig abzurocken hier. Okay. Du, von mir aus, wir können direkt weitermachen. Das ist ja das geilste Interview, ja? Und ich habe mir gedacht, damit es geil wird, sind ja Gewinne eigentlich schön. Wir haben hier Lose und es sind natürlich viele Nieten dabei, aber vielleicht probiert es einfach mal und habt Glück. Gerne mal ziehen. Ja. Und dann aufmachen. Ich weiß, vielleicht okay. gewinnt ihr ja. Kann ich euch jetzt nicht sagen. Ja, ich habe gewonnen. Du hast gewonnen? Du hast gewonnen. Du? Ich habe nicht gewonnen. Natürlich, du hast doch... Ich habe... Hier, auch ach, gewonnen. Irgendwie habe ich es gespürt. Ich habe gespürt. So, und da gibt es auch schon
die Geschenke, einmal für dich. Ist das geil, was ist das denn? Und, oh, das ist ja wunderbar. Stinky Pets. Das ist ein Reh. Schon im Sekt drinnen. Hier, Dart. Und zwar, damit du dich nicht verletzt, auch ohne Pfeile. Das ist einfach nur Plastik, einfach nur Gummi. Mega. Vergammelter Fisch, aber riecht das Smurf das dann auch nach... ich weiß es nicht. Aufmachen. Vielleicht mal ausprobieren. Ach, das stinkt schon ein bisschen. Ganz ehrlich, wir haben das einfach nur gekauft und haben geguckt. Riecht das nur einmal oder riecht das immer? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also es soll nach Fischabfall riechen. Du musst riechen. Weiter, kannst weiter fragen. Du kannst mir eine Frage stellen. Also wir wollten natürlich eine Komödie draus machen, aber vielleicht auch nicht immer aus demselben Thema. Es ist eine Komödie über Komödie, ist ein bisschen langweilig. Ist während der Dreharbeiten eigentlich Matthias genauso dominant gewesen? Also gerade du als... Wie jetzt gerade, ja? Nein, man musste ab und an schauen, dass man ihn überhaupt am Set findet. Weil ich war oft am Telefon. So, du darfst aufmachen. Okay. Okay, ihr könnt ja weiter die Fragen beantworten. Ja. Ich mach das jetzt mal. Da ist aber noch so ein Verstoß. Sich zur Sicherheit nochmal. Oh. Noch ein Sicherheitsverschluss. Das muss mal richtig stinken. Da hat hier bestimmt einfach ein Mitarbeiter reingefurzt. Und dann hat er, macht die Folie drauf. Okay. Oh. Echt jetzt? Oh, ist das ekelhaft. Riech mal bitte. Oh, riechst du das? Oh, es ist wirklich echt. Oh, ist das ekelhaft. Oh. Ernsthaft jetzt? Ist das eklig? Das ist so eine Chemie-Mischung aus Chemie und alter Kacke. Oder so ein bisschen nach nicht gewaschenem Penis. Ja, oh. Alter, ich mache mir Sorgen um dich. Und Scheide an dieser Stelle. Aber ist das ekelhaft. Das ist eklig. Oh. Das ist wirklich eklig. Das ist echt ekelhaft. Stimmt irgendwas nicht mit mir? Oder? Warum schenkt ihr mir so eine Scheiße und Flo dann sowas Geiles? Was ist da? Hier, riech mal bitte den Stinky Pet. Den Stinky. Das ist, mal ganz ehrlich, hier. Die schwangere Frau muss das mal riechen. Kannst du mal bitte daran riechen? Oh Gott. Nee, weil du hast ja. Riech mal bitte dran. Drück mal drauf und riech mal. Du musst ihn in die Nase pusten. Absolut schmerzbefreit. Wirklich? Das geht? Ah, Kevin. Also, ich merke schon, dass ihr eigentlich sehr gut harmoniert. Wie war denn das am Anfang? Das stinkt, oder? Jetzt kotzt sie. Okay. Ja. Okay. War eure Beziehung von Anfang an so oder hat sich das erst so entwickelt? Dass ihr euch dann doch einigermaßen gut versteht? Nee, das hat sich erst entwickelt. Nee, wir haben uns schon gut verstanden am Anfang, ja. Aber ich komme überhaupt nicht mehr klar. Beantworte du mal eine Frage. Ja, das hat sich so entwickelt. So entwickelt? Ja. Wir haben am Anfang so. Ich hatte am Anfang nicht so viel Zeit, mich vorzubereiten auf den Film, weil wir den Film der Nanny zeitig gestartet hatten. Und konnte dann nicht mit Flo so viel proben. Und dann haben wir uns sozusagen eigentlich in dem Film so zusammen gehauen wie auch die Jungs in dem Film. Was habe ich jetzt gesagt? Also, gerauft, wolltest du sagen. Gerauft. So viel Schauspiel war da gar nicht dabei, sondern hat schon ein bisschen. Das war schon so ein bisschen die Realität. Das war sehr real. Ja. Ja, es sind auch ein paar Abenteuer. Also ich habe, ganz ehrlich, seine Figur hat ja sehr viele Ängste und die haben auch ein bisschen was mit Matthias zu tun. Und eine davon ist natürlich auch, weite Strecken zu fliegen, was er nicht so wahnsinnig gerne macht. Und deswegen war das auch so ein bisschen eine Befreiung tatsächlich, dann in Afrika losgelöst von allen Banden zu sein. Und das war tatsächlich dann sehr, sehr befreiend und sehr schön da unten. Fliegst du jetzt lieber oder... Also, wir sind es da ähnlich. Er hat gesagt, er fliegt sofort, wenn er in Frankfurt angekommen ist, fliegt er sofort mit Flieger nach Berlin. Und Schnitt, ich bin seit 7 Monaten nicht geflogen. Ist doch cool, oder? Ja. Wir haben eben schon herausgefunden, dass wir beide im März Geburtstag haben. Und du kriegst jetzt schon 1000 Anrufe, die dir wahrscheinlich jetzt schon gratulieren wollen. Und zu dieser geilen Sendung. Zu diesem geilen Geburtstag. Ich muss dazu sagen, es ist ja das geilste Interview. Und was wäre ich für ein Mensch? Ich meine, wir werden uns wahrscheinlich am 11. März hast du Geburtstag nicht mehr sehen. Ich will dir trotzdem schon mal was schenken. Ja. Und Florian, du hattest ja im November... Ja. Sorry, ich war nicht da. Das tut mir leid. Leider keine Zeit. Trotzdem nachträglich auch was schenken. Das ist ja sonst irgendwie doof. Absolut, ne? Absolut. Deswegen, ist das wieder was stinkt? Diesmal stinkt hier nichts. Es ist einfach nur wunderschön. Euch wird es gefallen. Bitte aufmachen. Ein Streifen Scheiße hinter Glas. Jetzt gibt es wahrscheinlich das Gesicht von dem Menschen, der in dieses Ding reingefurzt hat.
damit ihr ihn beide verklagen könnt. Nein, es ist ein wunderschönes Andenken, weil ich glaube einfach, ihr könnt das... Oh. Das ist super. Das ist echt gut. Vielleicht mal die Kamera zeigen. Aber das ist so. Wirklich einfach... Das ist geil. Das ist wunderschön. Ah. Matthias, ich freue mich so. Mit diesem Lachen und dem Grübchen, oh, er ist so schön. Du, der ging mit leichten Hängebäckchen. Ja, ich habe so Hängebäckchen und etwa ich schiele auch auf dem Foto, aber das ist egal. Die Kamera war etwas nah dran. Ja. Ja. Habt ihr denn, als ihr in Afrika wart? Ich versuche immer wieder irgendwie Fragen zu stellen. Mit dem Stammesältesten gesprochen, das haben wir. Ja. Nein, haben wir. Habt ihr einfach so drehen können? Oder, weil mir kommt so vor, als wenn manche Szenen so, okay, wir sind jetzt hier draußen und, ja gut, hier brauchen wir jetzt keine Drehgenehmigung, ist ja nur ein Land hier, also drehen wir einfach mal. Oder musste man doch in Afrika schon alles abquatschen, jedes bisschen? Alles, du musst alles genehmigen lassen und es kann auch sein, dass dir 2 Stunden vorher die Genehmigung entrissen wird. Wir wollten eigentlich ans Ende der Welt, laut Drehbuch, ans Kap. Ja. Und das ging dann irgendwann nicht mehr. Wir haben schon überlegt, ob wir auf Mallorca drehen dann. Ist richtig. Wirklich? Ja. Das heißt, am Kap am Ende. Wir wollten dann illegal drehen, ja. Unter der Hand, und haben gedacht, mein Gott, dann schmeißen sie uns halt raus. Aber es ging also bis in die höchsten politischen Kreise und man hat uns da nicht drehen lassen. Weil man darf die Wege dort nicht verlassen und jeder Arsch verlässt die Wege dort. Ja. Aber jeder Arsch. Aber jeder Arsch. Ist das eigentlich schon so ein bisschen. Weil es eigentlich keine Wege gibt. Da gibt's. Ja, okay. Keine Wege. Ja, ja. Lustig. Ist das schon so ein bisschen, wäre das schon so ein bisschen der geile Tag? Oder wie ist das bei euch? Würdet ihr euch einen geilen Tag ganz anders vorstellen? Gar also nicht sagen, in Berlin also, bleiben? Nee, ich muss ehrlich sagen, heute ist schon ein ziemlich geiler ziemlich Tag. Weit vorne. Also, das ist geil, ne? Also das ist ziemlich geil. Das ist die richtige Antwort. Das ist die richtige Antwort. Bravo. Und da gibt es direkt nochmal Geschenke, weil das war die richtige Antwort. Ich muss ehrlich sagen, bei Joyce ist ja wirklich irre, dass der Mitarbeiter schlechthin, der hier unterschreibt, hier wenn er Bank. In die Firma kommt, ne, weiß, dass selbst wenn er Mittag isst und sich so eine Fleischpeitsche reinhaut, er immer munter bleibt, weil man immer wieder weiß, oh, jetzt wird geklatscht, alle machen mit. Ne? Das haben wir verinnerlicht. Ja. Das geht hier gar nicht mehr anders. Und deswegen auch für diese Aussage direkt mal ein Klo zum Zusammenbauen. Ein ganz kleines, für dich eine Bank zum Zusammenbauen. Einfach mal für zwischendurch. Ne? Ein Hamsterklo. Das ist echt geil. Ich habe ein Klo zum Zusammenbauen. Das ist ja echt ein Hammer, weil wir sind auf Tour, da können wir einfach im Bus immer scheißen. Sehr, sehr gut. Das ist doch ehrlich. Ja. Ja. Na gut, war schön bei euch. Macht's ja, gut. Auch, ich fand's eigentlich auch selber gut. Richtig geil. Wir haben doch sehr viel gelernt. Ich habe sowieso gemerkt, dass das wird sowieso laufen, irgendwie die Vorbisch, ich habe zu meinem letzten Geburtstag von meinen Freunden Joko und Andreas Novak eine Panzerfahrt geschenkt gekriegt zum Geburtstag, aber das toppt wirklich alles. Und? Ein Klo zum Zusammenbauen. Ich wusste nicht, dass es das gibt. Das ist nach der Panzerfahrt wirklich mit das Geilste. Das ist einfach richtig geil. So ein richtig geiler Tag. Diese Freude wollte ich euch auch wirklich machen. Und ich habe das offensichtlich so ein bisschen erreicht. Und eigentlich kann es gar nicht mehr schlechter werden. Ich habe gehört, die Leute haben jetzt schon bei den Vorbestellungen die Türen eingerannt. Das heißt, wenn ihr jetzt eure Kinotour macht, wird es wahrscheinlich proppenvoll sein, oder? Überall Menschen werden euch empfangen. Ihr könnt dann noch eure Geschenke hochhalten und sagen, ja, aber so gut wie bei Joyce. Wird's nicht mehr werden. Das ist richtig geil. Nee, das ist bei Elias und Barek war es so, als der nach Nürnberg gefahren ist. Dann mussten die ja das Kino abbrechen, weil Leute waren unmächtig und so. Und bei uns ist es jetzt schon so, dass die schon bei der Bestellung unmächtig wurden. Das ist einfach cool. Immer wieder anrufen. Matthias, Florian. Ja. Schön, dass ihr da vielen wart. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Schön, dass ihr so viel über den Film geredet habt. Also eigentlich haben wir alles gesehen. Ihr habt in Afrika gedreht, das war nicht ganz so einfach. Den geilsten Tag habt ihr persönlich jetzt hier erlebt. Genau, dass der Film geil ist, das kann ich wirklich bestätigen. Ich habe ihn schon gesehen, der ist wirklich geil und startet nächsten Donnerstag. Und natürlich, wie man das bei großen, wunderschönen Shows macht, gibt es für euch am Ende auch noch Blumen. Oh, das ist ja wunderbar. Bitteschön. Der geilste Tag ab nächsten Donnerstag im Kino. Und das hier war definitiv passend dazu. Das geilste Interview. Vielen Dank nochmal.